Das leitet nämlich über zum nächsten Referat. Ich darf meinen Co-Vorsitzenden aufrufen, Herrn Kohlhaas aus Dortmund. Exzentrische, kurative, tektonische, perforierende Keratoplastik, ASCHO. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich habe heute die Freude, Ihnen über eine seltene Form der Keratoplastik zu berichten. Es geht um die exzentrische, kurative, tektonische, perforierende Keratoplastik, ASCHO. Die perforierende Keratoplastik können wir optisch durchführen zur Verbesserung der Transparenz oder der Refraktion als lamelläre oder perforierende Technik, aber auch therapeutisch. Hier werden bei progressiven Hornhautprozessen oder bei kurativen Indikationen Hornhäute exzidiert und versucht, das Auge durch das tektonische Vorgehen zu erhalten. Dies kann zentral und rund erfolgen oder partiell, exzentrisch und auch marginal. Hier ein Beispiel, eine kleine exzentrische runde Keratoplastik oder in der unteren Zirkumferenz apfelsinenscheibenförmig eine perforierende tektonische exzentrische Keratoplastik. Ich möchte berichten über 14 Patienten, die wir in den vergangenen 15 Jahren exzentrisch keratoplastiziert haben. Dies waren 8 Frauen und 6 Männer mit einem Mittelwert von 59 Jahren, 22 bis 91 Jahre. Die Diagnosen stellten sich folgendermaßen zusammen: 10 Kollagenosen jeglicher Couleur, 8 waren perforiert und 2 ohne Perforation. 2 Patienten zeigten eine Avitaminose mit Perforation, eine Rosacea-Keratitis mit Perforation und ein weit fortgeschrittener Morbus Terrien in der oberen Zirkumferenz ohne Perforation. Als Diagnose hatten wir gesichert 11 periphere Randulzerationen über 6 mm mit Perforation und Irisprolaps und 3-mal eine periphere mehr als 6 mm breite Randulzeration ohne Perforation. Auf der rechten Seite ein Beispiel eines weit fortgeschrittenen Morbus Terrien. Hier war die Hornhaut in der oberen Peripherie nur auf wenige Mikrometer ausgedünnt. Der Visus unserer Patienten schwankte 3-mal von Handbewegung über Fingerzählen bis einmal auf bestkorrigiert 0,3. Bei dem chirurgischen Vorgehen ist es wichtig, dass exzentrisch die Sklera lamellär präpariert wird, wobei es wichtig ist, dass der Skleralsporn und damit auch die Kammerwasserabflusswege geschont werden. Hier ein Beispiel eines peripheren Randulkus. Hier wurde exzentrisch partiell das Spenderscheibchen apfelsinscheinförmig, korneal und skleral präpariert und mit einer fortlaufenden C0-Naht angepasst. Ein anderes Beispiel zeigt hier in der unteren Zirkumferenz eine Randperforation, ein Randulkus bei rheumatischer Arthritis, 10 Tage postoperativ. Hier ein anderes Beispiel, ein rheumatisches, breites Randulkus in der gesamten unteren Zirkumferenz, präoperativ 3 Monate und auch 12 Monate postoperativ. Hier ein Beispiel eines Morbus Wegener in der unteren Zirkumferenz und eine Woche postoperativ ebenfalls mit einer fortlaufenden C0-Naht fixiert. Der gleiche Patient zeigte 6 Monate an identischer Stelle ein erneutes Randulkus kurz vor der Perforation. Hier haben wir eine partielle Bindehautdeckung durchgeführt. Als Komplikation und Nachoperationen erfolgte 2-mal eine Randulzeration, frühzeitige Farbenlockerungen in 12 Fällen, Wundheilungsstörungen bei fast allen Patienten, hier bei 12 Patienten. Es wurden im postoperativen Verlauf 27-mal Amnionaufnähungen, 8-mal Farbennachlegungen, 6-mal partielle Tasografien durchgeführt, partielle Bindehautdeckungen 2-mal und in 7 Fällen wurden die Patienten zusätzlich mit Serum-Augentropfen versorgt. Auf diesem Bild sehen Sie den postoperativen Visusverlauf.
kein Patient ist schlechter geworden. Der Visus hat sich leicht gebessert auf bis zu einmal 0,5 best korrigiert. Liebe Kollegen, die exzentrische, kurative, tektonische, perforierende Keratoplastik wird extrem selten praktiziert. In unserem Patientengut der vergangenen 13, 14 Jahre haben wir weniger als 1 Promille davon praktiziert. Diese seltene perforierende Keratoplastik dient zur Exzision eines progressiven Hornhautprozesses. Das ist kurativ oder auch zur Erhaltung des Auges. Das ist tektonisch. Die Präparation ist sowohl am Patienten schwierig, weil sie ist exzentrisch. Der lamelläre Sklerasporn muss präpariert werden und der Spender wird auf der künstlichen Vorderkammerbank apfelsinenscheibenförmig präpariert. Insgesamt muss man sagen, dadurch, dass diese Technik nur zu Erhalt, in erster Linie nur zu Erhalt des Auges dient, ist die Visusprognose reduziert und sollte der weitere postoperative Verlauf positiv verlaufen, könnte man durchaus zur optischen Verbesserung eine zentrale Keratoplastik durchführen. Bei therapieresistenten, schwerkranken Patienten mit Ulzeration ohne Perforation könnte durchaus eine partielle Bindehautdeckung eine Alternative sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kohlhaas. Sehr beeindruckende, schwerkranke Augen. Ich gehe davon aus, die hatten alle auch irgendeine internistische Immunsuppression und Sie haben sie nicht in Tropfanästhesie operiert. Also das sind, wie Sie erwähnt haben, also in der Tat wirklich schwerstkranke Patienten. Das geht nur in Zusammenarbeit mit Internisten, mit Rheumatologen, mit Immunsuppression. Ohne das ist einfach die Grunderkrankung, gerade bei der Wegener'schen Granulomatose, das muss immunsuppressiv behandelt werden. Da geht es auch ums Leben der Patienten. Natürlich das dann nur in Zusammenarbeit mit Rheumatologen, Endokrinologen. Dankeschön, sehr beeindruckend.